Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Herzlich willkommen zu unserer ersten Freitagsbesprechung hier im laufenden Jahr und das Jahr, wow, was für ein Start. Der DAX bei 14.000 Punkten. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Ich habe kurz vor dem Jahreswechsel oder vor einem meiner letzten Webinare die dicke Überschrift gehabt. Der DAX auf dem Weg zu 14.000 Punkten. Zack, schon ist es da. Es geht. Weiter aufwärts. Was treibt nach oben? Ganz klar das Thema Hoffnung auf eine, ja, sage ich mal, Besserung der Lage mit dem Thema Covid-19. Wir merken, es kommen äh, immer mehr Impfstoffe auch auf den Markt, wo der Markt jetzt einfach spielt, äh, sozusagen, dass das Ganze. Sich Stück für Stück entspannen wird. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, es kommen immer mehr auf den Markt, aber wir haben es ja bei uns in Deutschland auch gehört: QAVEC plant jetzt auch sozusagen einen Impfstoff zur Zulassung rauszuschicken. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das Ganze kommt, aber es werden Lagerkapazitäten genutzt, die da sind, die werden weiter ausgebaut, die werden weiter befüllt werden entsprechend mit den Impfstoffen. Es werden äh, Produktionsstätten gebaut und man darf dabei halt auch nicht vergessen, äh, dass das mit dem Thema der Produktionsstätten ist halt auch ein Ding. Ähm, das ist halt etwas äh, von 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 gewisser Dauer halt, Ne, es ist wahrscheinlich nicht so, dass das jetzt etwas sein wird, wo man diese extrem hohen Kapazitäten, die jetzt benötigt wird, auf Dauer brauchen wird für diesen Impfstoff, sondern dass das wird jetzt etwas sein, was kurzzeitig, in Anführungsstrichen, kurzzeitig viel, viel, viel Produktionskapazität braucht. Und dann, wenn quasi die Welt einmal richtig geimpft ist, dann wird die Nachfrage nach diesem Impfstoff auch wieder abäppen. Wir werden ihn wahrscheinlich immer brauchen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Das lässt sich heute natürlich noch nicht so genau sagen, wie die langfristigen Kapazitäten sein werden. Aber es ist auf alle Fälle so, dass es jetzt erstmal so einen Schub geben muss. und der ja wird auch kommen wird auch schon gesagt es wird da alles dran gesetzt, dass sozusagen die Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Und das ist natürlich etwas, das ist sehr, sehr positiv für die Wirtschaft. Auch da wird gesehen, dass die Wirtschaft davon auch profitieren kann. Wir sehen jetzt aktuell natürlich noch nichts. Wir stecken ja mitten in der Welle drinnen. Wir haben jetzt auch in den letzten Stunden immer wieder gehört, wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Das Thema der Lockdown-Verlängerung der Maßnahmen, wie sie sind, die Zahlen gehen nicht so zurück, wie das gewünscht ist. Es ist alles eine Lage, die relativ schwierig ist, aber der Markt spielt hier ganz klar die Zukunft und die Zukunft ist das, ähm, ja, was positiv gesehen wird und von der Seite her ist das, was der Markt hier an dieser Stelle spielt natürlich an diesen Punkten und das ist das, was wir hier als Trader für uns nutzen sollten. Deswegen hier, ich habe es geschrieben in der Überschrift, im Hintergrund sieht man es: Der Dax ist über 14.000 Punkten und WTI. Mit Rückenwind am Widerstand. So heute auch der Thema im aktuellen Blog-Eintrag mit täglichen Trading-Ideen. Das hatte ich ja gestern auch versp versprochen, dass wir heute das WTI ein bisschen näher beleuchten. Auch diese Rallye unglaublich. Ich freue mich so riesig, was wir hier mit dem Öl gemacht haben. Und wir sehen auch wieder hier, wenn die Trends funktionieren. Wir haben den Ölpreis nach unten geritten. Wir reiten jetzt den Ölpreis nach oben und die Technik funktioniert hier wunderbar. und spielt auch ins Kontor, was die Öllager Bestände machen. Auch das sehen wir nachher noch in den Zahlen. Also megamäßig spannend und damit genug zur Vorrede für den heutigen Tag. Ich schaue gleich mal noch in die Chats. Da kommen die guten Morgengrüße rein. Das freut mich natürlich sehr. An dieser Stelle, wer einen Wunsch hat, bitte rein in die Chats. Gerne auch frühzeitig, da sehe ich, was kommt. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne wie jeden Tag um den einen oder anderen Wunschmarkt. Das wollen wir hier natürlich auch im neuen Jahr beihalten. Klasse. Also, <laughs> super Ding hier. Und wir machen weiter mit dem Risikohinweis hier, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das bitte ich hier, wie es steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Hier haben wir es drin stehen für heute. Wir haben es bekommen: ähm, grüne Zahlen bei der Industrieproduktion äh, für Deutschland, wobei das alte Zahlen sind. Ne? Ich denke, da ist alles auch schon längst gegessen. Grün, 0,9 Prozent der Zuwachs hier. 0,7 waren es erwartet. Deswegen ist das Ganze in Grün gehalten. Aber wenn man das mit der vorherigen Zahl vergleicht von 3,4, ist das natürlich ein ganz schön deutlicher Rückgang. Auch die Handelsbilanz ist geschrumpft. Ansonsten, das ist jetzt Vergangenheit. Ah, wir sehen es hier. Die Arbeitslosenquote. In der EU kommt um 11 auch das Daten für den November. Heute Nachmittag wird es aber natürlich viel, viel interessanter. Guys, da bekommen wir die Non-Farm Payrolls. Und das ist etwas, worauf der Markt immer, immer wartet. Was kann man da erwarten? Na gut, man muss sehen, wie die Zahlen sind. Wir haben Arbeitszahlen ähm, schon bekommen diese Woche, beziehungsweise gestern. Äh, die Erstanträge auf die ähm, Arbeitslosenhilfe ähm, war es, glaube ich, gewesen. Das schauen wir uns gleich noch an. Da gab es eine positive Überraschung. Heute hier die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 14.30 Uhr, das wird sehr, sehr spannend. Das Ganze auch im Zusammenhang mit der Arbeitslosenquote in den USA. Wir sehen hier bei der Arbeitslosenquote, dass wir hier einen ganz, ganz leichten Anstieg erwartet bekommen von den Analysten. Wir werden sehen, was der Markt daraus macht. Wäre nicht ungewöhnlich, wenn wir bis dahin in abwartender Haltung sind. Das heißt ganz in Ruhe bis ran und dann wird der Markt in irgendeiner Art und Weise reagieren. Es bleibt aber sehr, sehr spannend und das ist natürlich ein Thema hier an dieser Stelle, was wir definitiv Definitiv für die heutige Tagesplanung auf der Uhr haben müssen, ja. Und am Abend dann gibt es natürlich wie immer entsprechend die COT-Reports. Und da auch noch eine coole Nachricht dazu. Da will ich einfach mal noch... Äh, ich zeige es nachher mal noch, wie es reingeht. Aber Leute... Tickmill hat seine Handelsmöglichkeiten erweitert. Wir haben jetzt hier auch die Futures mit auf der Uhr. Ich zeige das nachher gleich mal, äh, die aktuellen Informationen. Das ist natürlich eine ganz, ganz klassische Geschichte. Wir haben damit eine deutliche Ausweitung des Handelsportfolios und ich werde hier dann auch in Zukunft wieder oder beziehungsweise nicht wieder, ich werde hier in Zukunft dann auch auf die Futures mit eingehen. Da haben wir auch einiges an Rohstofffuture mit dabei. Das ist natürlich etwas, da schaue ich im Privaten auch immer sehr, sehr stark drauf. Bisher hat man ja hier häufig den Fokus auf die ähm, Währungen und das ist ganz klar, das bleibt hier auch stark das Steckenpferd. Aber ähm, bei den Futures gibt es immer wieder sehr, sehr, sehr schöne Handelsmöglichkeiten äh, und Trading-Ideen. Man muss beispielsweise nur mal auf Kupfer schauen, ähm, was wir hier an dieser Stelle haben. Eine mega rally die dort am Laufen ist und das werden wir hier, solche Dinge werden wir hier in Zukunft auch mit besprechen und das Ganze an diesen Punkten in die Morning-Briefings mit einbauen. Das also als kurze Nachricht, wie schon gesagt, nachher im zweiten Teil zeige ich gleich mal die aktuellen Informationen dazu. Wir machen weiter mit dem Blick auf die Nachrichten und zwar der Rückblick. Da gab es diese Woche ja nicht gigantisch viel, aber einiges gab es an dieser Stelle schon hier mit zu berichten. Das heißt hier, wir haben am Montag den äh, Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im Dezember aus China bekommen. Dort gab es einen leichten Rückgang auf äh, 53 Punkte. Der Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, naja, der tritt so ein bisschen auf der Stelle. Ja, wir hatten 58,6, jetzt haben wir 58,3. Ähm, muss man sehen, wie es wird. Aber wir wissen ja, die Unternehmer auch hier denken positiv für die Zukunft, sodass sich das auch bald wieder ändern sollte. Zumal der aktuelle Lockdown, den wir hier haben, ja nicht ganz so tragisch ist. Bitte nicht falsch verstehen, der ist schon sehr, sehr tragisch. Aber verglichen mit dem ersten Lockdown, den wir hatten, wo es weltweit auch Unterbrechung von Lieferketten gab, ähm, kann wenigstens das produzierende Gewerbe ähm, halbwegs weiterarbeiten. Das ist schon ein sehr, sehr starker Unterschied zu dem, was wir vorher gehabt haben. Also ähm, es gibt hier Unterschiede und das sehen wir dann entsprechend auch in den Zahlen. Dann haben wir am Dienstag bekommen, die Arbeitslosigkeit hier. Bei uns in Deutschland im äh, September auch hier entsprechend ähm, ein Rückgang. 10.000 äh, war erwartet worden. Hier äh, an dieser Stelle minus 37.000 war die Zahl. Einkaufsmanager-Indizes haben wir auch bekommen. Hier am Dienstag aus Amerika der Wert hier. Positiv angestiegen von 57,5 auf 60,7. Das ist ein feines Ergebnis hier für den Monat Dezember. Und dann gab es am 6. Januar den ATP oder die ATP Beschäftigungsänderungen. Ähm, hier sehen wir es eine dicke rote Zahl. Vorher waren es 304, jetzt sind es minus 123.000. Das lag natürlich auch deutlich unter den Erwartungen. Und da sehen wir mal, wie angespannt der Arbeitsmarkt in den USA ist. Und da wird es heute auch genau darauf angesprochen, kommen, was die Non-Farm-Payrolls an dieser Stelle zeigen. Rohöllagerbestände hier, ein deutlicher Rückgang, 8,01 Millionen Barrel im Vergleich zur Vorwoche, also deutlicher Rückgang, das treibt natürlich auch so ein bisschen die Preise. An dieser Stelle. Also, das war wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Ansonsten gestern noch die Verbraucherpreise in der EU weiter auf Talfahrt minus 0,3 Prozent. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das war allerdings eine Überraschung. Hier, wir sehen 790.000 waren es im Vor im Vorbericht. 787 sind es jetzt gewesen. 800.000 hat der Markt erwartet. Deswegen die Zahl entsprechend grün. Und vom einkaufsmanager für die Dienstleistung gab es auch noch. Positive Zahl, der ist von 55,9 auf 57,2 im Dezember angestiegen. Das der Rückblick auf die Nachrichten, die wir bis dato diese Woche erhalten haben. Und dann schauen wir mal noch auf das, was nächste Woche auf uns wartet. Wir sehen es hier. Am Dienstag bekommen wir den kurzfristigen Energieausblick der Energiebehörde in den USA. Auch wichtig für Öl. Und wir wissen, fossile Brennstoffe werden in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger gebraucht. Aber momentan halt doch noch, Und wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen sollte. Ja, in den nächsten Monaten könnte sich das durchaus hier positiv auswirken. 16 Uhr gibt es am Dienstag dann die jobs stellenangebote also wieder Thema Arbeitsmarkt. Am Mittwoch gibt es die Verbraucherpreise in den USA. Am Donnerstag hier das BIP von Deutschland äh, und den geldpolitischen Begleittext der EZB. Und dann am Freitag die Einzelhandelsumsätze aus den USA für den Monat Dezember, die Erzeugerpreise und. Das war's dann schon mit den wichtigsten Nachrichten für die kommende Handelswoche. Also alles wieder picke, packe, voll. Das passt also an dieser Stelle sehr, sehr schön, was wir hier gesehen haben. Und damit gehen wir. Auf die Charts und wir starten hier mal rein mit den Märkten. Ich hatte es gesagt: WTI steht auf der Uhr. Wir haben heute auch den Nasdaq auf der Uhr. Wir haben Neuseeland-Dollar, US-Dollar auf der Uhr. Wir schauen uns natürlich dann auch die anderen Indizes entsprechend noch mit an. Aber zunächst hier zum ja, Öl. Ja? SP. Gucken wir uns gleich mit an. Ich mache das Bild jetzt gleich mal noch groß hier, damit man die Charts einfach besser sehen kann. Und wir starten jetzt nicht mit dem S&P 500, keine Sorge, äh, sondern ähm, ja müssen wir schauen, dass wir das nachher direkt mitmachen. Wir gehen jetzt zunächst auf das WTI. Ja, und beim WTI muss man sagen, hier ist äh, die Frage gekommen auch, ähm, dass das nicht etwas ungewöhnlich ist, so ein langer Anstieg beim Öl ohne eine nennenswerte Korrektur. Ähm, tja, man muss einfach sagen, der Markt entwickelt sich halt wie er ist. Und ich bin jetzt, sagen wir mal so, aus, durch meine Trading-Erfahrung auch, ähm, ich bin kein Trader der nach Gewöhnlichkeiten oder Ungewöhnlichkeiten entsprechend ausschäult. Weil da, ich habe das früher auch gemacht. Ähm, allerdings habe ich damit irgendwann halt Probleme bekommen. Warum habe ich Probleme bekommen? Weil es mir halt durch diese Denkweise, jetzt beispielsweise bei dem starken Anstieg im Öl, ist es mir sozusagen selten gelungen, lange lange Runs mitzunehmen, weil ich habe dann, es hat mich gedacht, ja, es hat mich gedacht und immer dann, wenn es mich denkt, mache ich Sachen, die nicht gut für mein Trading Portfolio sind. Das heißt, da beschneide ich in aller Regel häufig äh, die Gewinne, die ich überhaupt machen kann. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich sage, okay. Mir ist schon bewusst, wie die Anstiege sind, ja, ähm, dass das ungewöhnlich lang ist für den einen oder anderen. Ähm, aber hin oder her ungewöhnlich lang, ungewöhnlich kurz. Ich habe mir einfach angewöhnt, auf das zu schauen, was die Märkte machen. Und wenn wir hier halt so einen Run haben, dann haben wir halt so einen Run. Und wenn wir uns mal hier äh, den Ölpreis anschauen, ähm, es gab und gibt immer wieder Phasen mit schönen langen Anstiegen auch am Stück. Beziehungsweise schöne langen Bewegungen am Stück. Schaut euch das Ganze hier mal ähm, aus dem letzten Jahr an, wie lang der Anstieg dort gedauert hat und welche weite Strecke er nach oben gemacht hat. Das Ganze ist ähnlich hier zu sehen, dass auf der Unterseite natürlich genauso hier ein starker, langanhaltender Schub nach unten. Das ist, was wir hier sehen, wohlgemerkt ein Wochenchart. Hier genauso lang Anstieg nach langer, langer Fall nach unten, ähm, ohne nennenswerte Gegenbewegungen. Ne? Es gab zwar immer mal hier eine Woche, wo ein Anstieg war ähm, oder hier eine Woche, wo ein Konsum auf hohem Niveau waren, aber es ist halt einfach das aktuelle Marktverhalten und hier gilt es für uns Trader nicht zu viel zu denken, sondern das zu tun, was der Markt macht. Ich habe auch schon über die Artikel, die ich im Ölpreis geschrieben habe, habe ich auch immer wieder mal Rückmeldung bekommen, wo man gesagt hat, Öl ist viel zu teuer, Öl steht bald bei 20 Dollar und so weiter und so fort. Ja, Guys, es hätte alles sein können, es kann auch sein, dass Öl bald bei 20 Dollar steht, aber... Ich sehe das momentan noch nicht. Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend auf Wochenbasis und der hat nach oben hin weiter Potenzial auch dabei. Das heißt, schaut euch einfach mal an, was wir hier sehen. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer noch äh, hier an dieser Stelle und schaut es euch einfach mal an. Wir sind jetzt hier, schaut mal, als wir hier oben über diese 43,60 gelaufen sind, wohlgemerkt, das ist ein Wochenchart. Das bitte ich wirklich zu beachten. Wir gehen gleich in den Tageschart rein. Aber auf der Woche, es ist einfach eine Menge Potenzial zur Oberseite auch noch vorhanden. Ja? Zunächst. Erstmal, wenn man sich mal das Bild hier anschauen möchte, wenn man alleine mal das Ausmaß nimmt, von unten her aus der Korrektur raus, ähm, hier aus der Gegenbewegung raus nach unten hin. Ich hatte das gestern schon mal avisiert, hier oben. Locker mal rein, Platz bis über die Marke äh, von 54 US-Dollar. Ja, das ist etwas, das ist oben und das wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn der aktuelle Bewegungsarm das einfach nach oben durchzieht und wir die Korrekturen einfach auf der Tagesbasis sehen und der Tagestrend auf Tagesbasis auch intakt bleibt. Einfach, weil der Markt es kann. Punkt aus die Maus, ja, das ist das, was wir hier sehen und wenn wir uns das Ganze gerade mal auf der Woche auch anschauen, ähm, wir haben mittelfristig sogar noch viel, viel mehr Anlaufpunkte zur Oberseite hin, denn hier, erst einmal natürlich, wenn wir dieses Widerstandslevel um die 51 US-Dollar nachhaltig hinter uns lassen, ja, gestern hat das probiert reinzulaufen, hat das sich ein bisschen schwer getan, jetzt geht er so Stück für Stück drüber, wir stehen wieder über 51 US-Dollar, wenn er dieses Level hinter sich lässt, der Preis für ein Fass der Sorte WTI, dann wie schon gesagt, das nächste Ziel hier oben, dieses kleine Zwischenhoch aus diesem Rutsch nach unten um die 54, 36 und danach ist nicht mehr viel, was auffällt. Eine Marke gibt es auf dem Weg hier oben zu diesem Doppeltop, das haben wir hier um die Marke von 65 US-Dollar oben liegen. Na klar, die Spikes waren oben drüber, aber hier drüben gibt es halt die Drehbereiche daher. Die 65 äh, US-Dollar-Marke mit als äh, Doppeltop oben rein zu sehen. Hier gibt es noch diesen Schwungbereich um die 5960. Der ist schon beachtenswert. Ähm, wir haben es hier drüben gesehen. Hier herangelaufen, runter, ran gelaufen, runter, kurz drüber gelaufen und dann ordentlich runter. Ähm, und aus dem Rutsch nach unten gab es nochmal einen, einen Bereich hier. Das sind so die die kleinen, wichtigen Verkaufsbereiche, die wir hier sehen, wo die privaten Trader oftmals gar nicht so genau hinschauen. Aber das sind halt oft die Marken, wo da richtig Musik gespielt hat, wo richtig Druck nach unten reinkam und deswegen hier das Ganze in blau markiert. Also nach der 54,36 nächstes Anlauflevel 59,60 und darüber dann die Marke von 65 US-Dollar. Ich bin gespannt, ob wir es sehen werden. Wenn wir es sehen, jawohl, dann haben wir noch... Einiges an dieser Stelle vor uns und bevor wir jetzt zum nächsten Markt übergehen, möchte ich natürlich wie immer hier in gewohnter Art und Weise auch noch auf das eingehen, was wir hier im untergeordneten Bereich drinnen liegen haben. Das ist nämlich für all diejenigen interessant, die hier auch Swing Trades auf das WTI mitlaufen haben. Und da kommt so ein bisschen drauf an, wie der Markt sich in der aktuellen Verortung hält. Denn wenn wir uns das Bild, was wir hier haben, jetzt mal näher anschauen, wollen. Das ist jetzt der Tagestrend. Also das, was ich hier in Grün markiert habe, also diese Linie hier. Wartet, ich lösche die eine mal raus. Also dieses größere Bild, das ist der Aufwärtstrend der Woche und das hier die kleinen Zacken, die steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Das ist der aktuelle Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Und wie schon gesagt. Der ist weiterhin am Laufen. Der ist jetzt hier oben in dem Level drinne, wo die Luft langsam ein bisschen dünn wird. Und hier wird sich halt zeigen, kommt der aus der dünnen Luft tatsächlich nach oben raus? Finden sich hier direkt zum Wochenabschluss auch noch Käufer? Oder dreht es erstmal ein bisschen nach unten? Wir schauen uns das Ganze noch ein bisschen im Detail dann an in der kleineren Zeiteinheit. Zunächst allerdings erstmal hier der Blick in den Tageschart. Was ist wichtig? Was sind wichtige Anlaufpunkte? Sollten wir tatsächlich einen Rücksetzer bekommen, dann. Wäre mal der erste Anlaufpunkt hier unten, dieses Ausbruchslevel um die Marke von 49,25. Also hier dieses Level. Ich mache die Linie mal kurz wieder weg. Also hier dieser Bereich, den wir hier drinnen haben, der wäre erst einmal wichtig. Das ist ein erstes Anlauflevel, weil das war der letzte Ausbruchsbereich. Und wir sehen es ja in den starken Trends, wie wir sie momentan auch haben. Wenn wir uns mal die Korrekturlevel anschauen, schaut mal, die sind immer. Runtergegangen, in etwa auf das Ausbruchsniveau. Hier nicht mal auf das, sondern auf das größere Ausbruchsniveau. Also, diese Level werden immer mal wieder gesucht und dort geht dann die Musik nach oben ab. Das heißt, hier. Wenn es einen Rücksetzer gibt, wäre mal der erste Supportbereich hier das Level um die 49,25. Darunter dann hier natürlich die dicken Grünen hier bei 46 und 43,60. Das ist das, was wir hier definitiv auf der Uhr mit haben. Das können wir nutzen, aber auch für die kurzfristigeren Trader, die sich sagen, selbst wenn es hier nur einen kurzfristigen Rückschnapper gibt, gehen wir mal ganz kurz hier in den Stundenchart mit rein, haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte, äh, die wir einfach hier mit rannehmen können und da müssen wir jetzt einfach schauen, wie geht es denn hier weiter. Ich habe hier oben mal äh, das Hoch, das kleine Hoch um die 51,20 mit angeleuchtet, beziehungsweise markiert hier mit dieser roten Linie hier. Da muss der Markt jetzt zeigen, dass das wirklich ernst meint. Ja, das heißt, wenn wir mal sehen, was hier entsprechend nach oben trendet, dann haben wir es an dieser Stelle immer wieder zu sehen, dass wir schön die Bewegungen und Korrekturen sehen und wir sehen es halt hier aus dem größeren Bilde heraus, hier wenn wir uns mal diesen Aufwärtsschwung mit anschauen hier, das war die erste Bewegung, dann ging es hier nach unten hin, rein in dieses Level, dann kurz oben drüber. Unten drunter gelupft und dann ist das Ganze jetzt hier wieder trendig nach oben gelaufen, aber halt nicht so schön sauber. Es wackelt immer mal so ein bisschen und das ist halt so, ähm, ja, immer wieder die Phase, wo wir sehen müssen, wenn es unruhig wird, dann kündigt sich sowas meistens so ein bisschen an und das ist das Thema auch der korrektiven Phase. Sollten wir hier aus technischer Sicht unter dieses Level hier drüben fallen, unter dieses kleine Zwischentief, äh, so knapp um die Marke von 50, 35. Das wäre erstmal ein Punkt, wo man sagt, das wäre ein vernünftiges Korrekturlevel. Und wenn wir uns dann mal Anlaufpunkte suchen wollen, die für uns relevant sind auf der Chart-Unterseite, dann sehen wir es halt relativ schnell. Moment, das muss ich mal etwas anders farbig machen. Die Anlaufpunkte hier zunächst erstmal im Kleinen für die kurzfristigen Intraday-Trades. Also, wie schon gesagt, wenn wir hier unten, unten, unter die marke von 50, 35 fallen, dann die Anlauflevel zur Unterseite zu suchen und da hätten wir erst einmal hier diesen großen Schwungbereich hier ganz klar, das hatte ich angedeutet, um die 49, 25 hier oben rein bis 40, wo es schon gedreht hat an dieser Stelle, ja, und dann hier unten die kleinen Bereiche hier, der Kaufbereich um die 47, 95, 48 in etwa rum und dann haben wir schon hier die 47, 10, also das ist schon durchaus interessant und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, schauen. Das wäre dann halt die korrektive Phase im kleinen Bereich. Sollten wir hier tatsächlich unter die 46 fallen, das wäre dann eine Ausdehnung über die lange Seite. Das heißt, das wäre dann hier auch unter der 46 der Bruch dieses aktuellen Tagestrends. Dann hätten wir wieder die tiefe Korrektur. Dann kommt wieder das Thema Korrektur des Wochencharts mit in in Frage. Nur diese Frage stellt sich jetzt bei weitem längst noch nicht. Hier ist noch Luft nach oben. Also selbst wenn wir uns mal den Tageschart auch anschauen wollen. Hier an dieser Stelle das mal ganz kurz ausgemessen. Also selbst die letzte Korrektur, die wir hier nach unten gesehen haben in diesem Bereich rein, also das Stückchen hier sozusagen, ähm, da ist noch Luft nach oben. Also hier einfach auch das wieder nach oben aufdoppeln und da ist mal locker Luft oben rein über die Marke von 53 US-Dollar, auch über das Widerstandslevel hinweg. Das ist da und der Weg ist jetzt auch weiterhin frei. Also im WTI. Ist Rückenwind vorhanden und das ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Das ist das und das ist alles das, was wir hier brauchen. Jetzt bekommen wir hier noch eine Frage. Im Wochenchart sind wir aber nun auch an einem Widerstand. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Diese Linie, es ist der Widerstand, aber dieser Widerstand, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Wochenchart drauf. Schaut mal, das hier ist der Widerstand. Das ist dieses Level, was wir hier drinnen haben. Ich, ich markiere den nochmal ganz kurz. Und dann gehe ich nochmal eben auf das Verhalten ein. Ähm, das ist halt ein wichtiger Punkt. Und zwar, Moment, der wichtige Punkt ist, was ist diese Linie, dieser Widerstand wert? Ja, und das ist die wichtige Marke. Denn schaut mal, hier war es Unterstützung, hier war es Unterstützung, hier war es Unterstützung. Hier ging es nochmal kurz nach oben und dann ist es hier zum Widerstand geworden. Und jetzt schaut euch das mal an. Ähm, der Markt macht hier nicht rum. Es sieht jetzt nicht so aus, dass er dieses Level einfach so sozusagen nimmt und dann nach unten hin abprallt. Und selbst wenn wir in der Woche jetzt mal hier den Widerstand anlaufen und ein bisschen nach unten korrigieren, tut das dem aktuellen Tagestrend noch überhaupt keinen Abbruch, solange wir nicht. Unter die 56 fallen, ja. Also wir sind in einem Widerstandslevel verortet, das ist ganz, ganz klar. Aber man muss einfach mal sehen, der Markt hat sich auch am letzten Widerstandslevel sehr, sehr, sehr stabil gehalten. Das letzte Widerstandslevel, das hatten wir, Moment, das hatten wir hier drüben. Also dieses Level hier, das, was wir da hatten, das war das Widerstandslevel hier. Da hat es genau den Verkauf nach unten rausgenommen. Wartet mal, ich gehe mal kurz auf Fertig macht das nochmal neu. Also hier, schaut mal, das hier war das Widerstandslevel hier unten. Aus dem Trend, der hier nach unten gelaufen ist, also aus diesem hier raus. Also hier ging es nach unten, die Korrektur und dann der ganz, ganz starke Schub zur Unterseite hin. Und dieses Level hier, dieses Level, das ist die Marke von 4940 in etwas gewesen. Das war hier der kleine Widerstand. Ja? Da sind wir rangelaufen, verharrt auf hohem Niveau. Und dann nach oben geschoben, da sehen wir die momentane Stärke. Ja? Deswegen auch die Gedanken. Bitte streichen Sie die Gedanken aus dem Kopf. Der Markt ist schon so weit gelaufen. Der muss jetzt korrigieren. Er kann korrigieren. Der Markt muss gar nichts. Der Markt hat immer recht. Und es ist gut, wenn wir Händler uns auf das beziehen, was der Markt macht. Und das machen was der Markt macht, weil dann laufen wir mit dem Markt mit und wenn das große Geld die Preise nach oben schiebt, dann lasst uns das Ganze doch mit nach oben feiern. Nutzen wir die Chancen, die wir haben und wir werden es sehen, wenn dieses Widerstandslevel direkt nach oben rausgenommen wird, ne, und das ist halt der Punkt, das ist die Marke um die 51 ähm, und da sind wir momentan am Schwanken, wenn wir das direkt rausnehmen, dann werden wir sehen, der Weg nach oben ist dann auch frei, klar kann irgendwann eine Korrektur kommen, aber der Aufwärtstrend ist intakt, Potenzial ist weiter vorhanden. Und und dieses Level hier, die 51er Marke, ja, die ist einfach was sie ist. Es ist eine Marke, es ist ein marktrelevantes Level, ganz klar. Nur was der Markt hier macht, wir müssen es einfach sehen und abwarten und ganz ruhig bleiben. Von der Seite her sage ich auch immer wieder, wer an dieser Stelle Angst bekommt. Schaut doch auf eure Handelsstrategie, nehmt von mir aus Teilgewinne mit und geht dann in der Korrektur wieder rein, sodass ihr Ruhe reinbekommt. Nur dann schafft man es halt, lange, lange Trends zu traden und das Ganze cool in aller Seelenruhe mit laufen zu lassen. Oder ihr fahrt eine Strategie, die habe ich mir auch angewöhnt, dass ich sozusagen in den Positionen, auch wenn ich im Gewinn bin, das ist ja immer das sehr, sehr Schöne, dass ich dort pyramidiere. Dann suche ich mir immer wieder einen neuen Einstieg und dann denke ich nicht mehr drüber nach, sind wir jetzt zu weit gelaufen, sondern dann denke ich entsprechend an dieser Stelle nicht, sind wir zu weit gelaufen, sondern wo kann ich den Einstieg im aktuellen Trend finden, dass ich den nächsten Schub nach oben mitgeben kann. Und das ist dann das, was ich nehme und da. Sende ich den Fokus auf eine ganz, ganz andere Richtung, nämlich das, dass ich im laufenden Trend aus der Korrektur reinsteigen möchte. Damit pyramidiere ich meine Position nach oben, mache das immer, immer größer. Die Position wächst dann natürlich nach oben an, das ist ganz klar, aber man investiert sein Geld nun mal dort, wo es richtig gut läuft und das kann man mitnehmen. Und wenn wir so lange jetzt schon im Öl unterwegs sind, sind wir auch dicke im Plus, selbst wenn wir die Initialposition erst hier bei, 9 oder bei 46 aufgemacht hätten. Da ist einfach viel, viel drinnen und da kann man sowas schon ganz in Ruhe machen und kommt dann am Ende auch nicht mehr ins Minus. Und das macht es entspannt und das kann man sehr, sehr schön entsprechend hier mit durchziehen. Das sozusagen der Blick in den Ölpreis und wir machen weiter. Äh, wir gehen mal auf die Währungen und zwar würde ich gerne jetzt mal schauen auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Ich muss es mir nochmal ganz flott raussuchen. Hier, ich dachte, ich hatte es schon mal offen, aber ich sehe es gerade nicht. Dann machen wir das halt neu auf. Steuerung M und dann hier Neuseeland-Dollar, US-Dollar, neues Chartfenster und ab geht's hier mit dem Blick in das Währungspaar. Sehr, sehr interessant hier an dieser Stelle, deswegen nehme ich es heute auch einfach mal ähm, mit rein hier in die Besprechung. Das, was wir hier jetzt sehen, ist der 15-Minuten-Chart, der ist für mich jetzt aktuell nicht ganz so wichtig. Viel, viel wichtiger ist das hier, da spielen sich die Bullen momentan echt. Wahnsinnig aus. Irre, der Run hier an dieser Stelle ist Wahnsinn. Seitdem wir hier dieses wichtige Widerstandslevel oben rausgenommen haben, um die, naja, knapp 0,68 kennt der Markt kein Halten mehr. Und das ist wirklich schön. Und das ist etwas, da sieht man, wie gut das Trendige auch funktioniert an dieser Stelle, wie gut die Trends momentan wieder laufen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier die Währungen auch jeden Morgen mit beschauen können. Und deswegen sage ich auch, schaut einfach in das breite Potpourri von TikTok. Mit rein. Man kann hier eine Menge zu extrem günstigen Konditionen traden und wenn wir hier mal kurz auf die Woche schauen wollen, dann ist es halt so, dass wir jetzt hier in dem Bereich stehen, der Hochspannend ist. Hochspannend warum? Hier oben. Dieses Level, was wir hier haben, ich ziehe das jetzt mal mit Absicht etwas breiter hier oben rein. Das Level hier oben, Moment, das mache ich mal rot. Das ist ein richtig, richtig dickes Widerstandslevel, was jetzt hier vor uns liegt. Aber wir sind noch nicht dort oben drin. Das heißt, da ist zum einen für den aktuellen Schub noch direkt Platz nach oben, aber. Man merkt halt auch, auch hier der Wochenchart sehr, sehr bullisch gelaufen. Es gibt auch immer mal Korrekturpotenzial. Und das ist das, was wir momentan so ein bisschen sehen. Der Markt kommt vom Wochenhoch hier etwas zurück. Schaut euch das mal an. Hier war das Wochenhoch. Jetzt kommt er zurück. Ist nichts Ungewöhnliches. Schwankungsbreiten sehen wir hier auch immer wieder. Aber das gibt uns einfach Chancen, gerade auch für das kurzfristige Trading, das Ganze mal mit anzuschauen. Und das ist natürlich etwas, das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Das heißt, hier oben, schaut mal da oben drauf. Das ist das Wochenhoch. Wir haben es liegen. Ich mache es gleich an die richtige Stelle. Kurzen Augenblick. Das Wochenhoch haben wir liegen gehabt bei. 7315 hier, also das ist das Wochenhoch 7315, das ist eine Marke, die gilt es zu überschreiten, wenn wir weiter den Weg nach oben haben wollen. Moment, was habe ich gesagt? 7315. Das gilt es nach oben zu überwinden an dieser Stelle und das ist natürlich das, was jetzt sehr, sehr interessant ist. Schaffen wir es nämlich, dann ist Platz nach oben hin und der Platz nach oben hin ist auch relativ schnell ausgemacht. Schaut mal hier, die kleinen Zwischenhochs, die wir hier auf der Wochenbasis sehen, diese Marken, die wir da oben haben, die sind interessant hier um die Marke von knapp 0, naja. Knapp 0,74 und hier oben dieses Level, wo wir dieses Mehrfach-Top gehabt haben, am dicken Widerstand um die 74,35. Das sind sehr, sehr interessante Marker, die wir zur Oberseite mit drinnen haben. Aber selbst das Thema der Korrektur ist hier eine sehr, sehr interessante Sache, denn wir sehen, wie schön sich der Markt hier unten raufschlängelt. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, hier nach unten hin zu sehen, mal das Ganze. Schaut mal, wir haben hier in diesem Bereich da unten drinnen einen sehr, sehr schönen Supportbereich. Hier unten drinnen. Marke von knapp 6540, 06540. Da hat der Markt angefangen, sich wirklich schön nach oben zu schlängeln, zu trenden. Hier in die Stärke auch reingelaufen. Und das war es noch nicht mit Unterstützungsniveau. Schaut mal, das nächste Unterstützungsniveau, also das naheliegendste sozusagen, das haben wir hier um den Bereich, den ich gerade auch grün mit einfärbe. Hier, das ist dieses Level. Grob, wie schon gesagt, hier die Marke um die 0,70, Doppelboden sozusagen gebildet und dann der schöne Schub nach oben. Und wenn wir hier jetzt tatsächlich eine Korrektur bekommen sollten, ja, ähm, das ist dann sehr, sehr interessant an dieser Stelle das Ganze zu sehen. Das heißt, Korrektur nach unten mal auf diesen Bewegungsarm hier bezogen, das ist interessant und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, das ist der letzte Bewegungsarm und wenn wir hier tatsächlich eine Korrektur sehen sollten, dann schauen wir uns das Ganze mal eben an und die Korrektur ist halt für beide Seiten interessant, sowohl derjenige, der die Korrektur traden möchte, als auch derjenige, der sich sagt, ich möchte hier in der Korrektur einsteigen, um dann die Long Richtung zu reiten, um den Weg nach oben mitzunehmen und da gehen wir einfach mal in die kleineren Zeiteinheit rein. Das heißt hier entsprechend in den 4 Stunden Chart und da sehen wir halt momentan hier dieses Level, was wir hier drinnen liegen haben, also so in etwa diesen Bereich hier um die Marke, hier diesen Kaufbereich um die Marke von 0,72,30 bis 34, das ist das Kauflevel. Und da sind wir hier im Kleinsten jetzt schon runter getrendet. Ja, also da gehe ich wirklich auf das ganz, ganz Kleine jetzt ein. Äh, das ist halt das Thema der Korrektur. Und so eine Korrektur fängt halt irgendwann mal an. Und wir sehen hier schon den Beginn der Korrektur. Schaut mal hier, da ging es nach unten, Korrektur. Jetzt hat sich der Abwärtstrend gebildet und dann haben wir jetzt hier die Korrektur. Und wenn dieser Abwärtstrend sich hier mit Unterschreitung dieser Marke da unten fortsetzt, also hier dieses Levels hier, das wäre dann wirklich die nachhaltige Unterschreitung dieses Kaufbereiches, dieser Unterstützung hier bei 0,72, 72, 34, 35 rum. Das wäre es nach unten hin und da ist der Markt dann offen und willig für den Weg nach unten. Und schaut mal, selbst im kleinen Bereich hier, ist hier ein Anlaufpunkt und dort ein Anlaufpunkt. Und dieser untere Anlaufpunkt, den ich gerade angezeichnet habe, das ist hier genau im Support um diesen Kaufbereich hier, als der Markt sich nach oben hin weiterentwickelt hat. Also das, was hier aus der Korrektur raus dann nach oben hin gelaufen ist, hier dieser Bewegungsarm. Der hat sich sozusagen dort in die Trendfortsetzung begeben. Und das ist das interessante Level, was wir dort dann drin haben. Wir machen das Ganze gleich natürlich auch noch in Zahlen. Das heißt, die Anlaufpunkte hier. Auf der Unterseite, wenn wir weiter unten laufen, hier zunächst erstmal dieses Level um die Marke von knapp 71,90. Was haben wir hier? Ist das ja genau knapp 71,90? Beziehungsweise hier dann dieses Zwischentief bei um die 71,53. Und dann, wenn es zu einer tieferen Ausdehnung kommt, hier der Kaufbereich um die 70,83. Und dann stehen wir schon hier unten an diesem dicker markierten Unterstützungslevel um das Level von 0,70. Das ist der Blick in Neuseeland-Dollar in Richtung Korrektur. Also da kann auf der Unterseite einiges gehen, aber hier an dieser Stelle schön auch immer im Hinterkopf behalten. Das ist dann nur die Korrektur, ja. Und das ist das Ganze, was interessant wird. Aber zum Thema Korrektur, sorry, ich hole hier heute wahrscheinlich ein bisschen zu weit das, aber ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Aber guys, schaut euch mal kurz an. Bezogen auf den 4-Stunden-Trend. Ich hatte es ja markiert, dass der Abwärtstrend, das hier ist eine Bärenflagge. Im 4 stunden trend Heißt, wenn wir uns das Ganze mal kurz auf den 15 Minuten anschauen wollen, hier haben wir es drinnen liegen. Ich skizziere es nochmal ganz kurz. Das ist der richtungsgebende Abwärtstrend hier und das ist die Flagge, die Korrektur sozusagen innerhalb äh, dieser, dieser, dieser Abwärtsphase. Und wenn das Teil nach unten gebrochen wird, ist das ein bärischer Ausbruch zur Unterseite und der bringt dann erst einmal die tieferen Level mit rein. Also wir sehen hier auch für die kurzfristigen Trader ist hier einiges zu tun an dieser Stelle und wir sehen es halt auch der Markt macht hier an dieser Stelle in dieser Aufwärtsbewegung. Wir haben steigende Tiefs sehen wir hier. Wir haben steigende Hochs, aber es geht immer tief in die Korrektur. Oben kaum was drüber. Und wenn es hier tatsächlich unten den Ausbruch gibt, dann haben wir gute Karten, dass wir tatsächlich diese kleine Aufwärtsphase, die wir jetzt hier drinnen haben in der Korrektur nach unten verlassen. Hier also diesen Trend, der hier nach oben läuft, es ist es ist wirklich immer immer wieder das gleiche was wir hier an dieser stelle haben immer wieder das gleiche tun hier wenn wir hier unten drunter fallen unter dieses level ist das der bruch erst einmal aus der bärenflagge dann der rausnahme dieses korrektiven aufwärtstrends also. Mehr muss ich hierzu nicht sagen. Das ist die Einladung, vermarkt, schaut einfach ganz genau hin. Und das ist dann natürlich der kleinste Bereich, den wir hier haben. Das heißt, rein von der Zielsuche her muss man sich da nicht zwangsweise hier unten orientieren, sondern da muss man dann wirklich schon auf die kleineren Bereiche gehen. Das heißt dann hier das Zwischentief bzw. hier diese Level. Das muss alles irgendwo in den Kontext passen. Das kann man sich aussuchen. Es macht einfach aber Spaß, das Ganze hier an dieser Stelle, ja, sozusagen. Für die eigenen Trades mit rauszusuchen. Das ist der Blick in den Neuseeland-Dollar. Und dann kommen wir gleich zu den Indizes. Ich sehe allerdings auch noch eine kleine Frage. Wie schätze ich Silber ein? Tja, meiner ähm, Silber an dieser Stelle. Ist ein bisschen zu sehen, ähm, auch wie Gold. Gold übrigens, ähm, da habe ich gestern auch eine, eine Analyse geschrieben, rein aus der Saisonalität heraus, ähm, hat man aktuell eine sehr, sehr gute Chance, dass man in den nächsten Wochen steigende Kurse sehen wird. Wir müssen natürlich schauen, ob der Markt das überhaupt spielt. Ja, das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt, äh, den man hier an dieser Stelle bringen muss, wenn der Markt ähm, ein Szenario nicht spielt. Das ist dasselbe wie mit dem Denken, was wir vorhin auch hatten. Wenn wir denken, dass der Markt was macht und wir handeln nach unserem Denken, heißt das. Noch lange nicht, dass der Markt das macht, sondern man muss einfach wirklich drauf schauen, dass der Markt auch genau das spielt, was wir von ihm erwarten. Und wenn wir uns da mal kurz den Goldpreis anschauen wollen, wir gehen dann gleich zu den Indizes, kurzen Augenblick. Jetzt muss ich kurz raussuchen, hier haben wir den Goldpreis. Ähm, es ist jetzt einfach, wie es ist, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen. Wir sind hier ganz klar. Im großen Bereich, im Abwärtstrend entsprechend verortet. Das ist das eine. Ähm, wenn wir uns das Kleinere mal anschauen wollen, ich nehme mir hier mal kurz die runden Marken noch mit raus. Kleinen Augenblick, so Sachen, die wir nicht brauchen, die lösche ich gerne für die Analyse aus den Charts raus. Das äh, tut uns sonst nur äh, hier entsprechend äh, verwirren. Also wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen wollen, dann sehen wir halt momentan den starken, starken Rücksetzer. Mal ungeachtet von dem, was die Saisonalitäten sagt, sind wir allerdings aktuell in einem Aufwärtstrend verortet. Und das ist immer wieder das, was man in den Kontext reinbringen muss. Das ist auch das, was ich in den Ausbildungen auch merke, wo die meisten privaten Trader Herausforderungen haben, das in den richtigen Kontext zu setzen. Also wer da Probleme hat, bitte einfach mal auf mich zukommen. Es gibt immer mal wieder Ausbildungen. Das ist jetzt nicht mein Hauptgeschäft, aber ich bilde auch gerne mal aus, weil mir das einfach auch Spaß macht. Ähm, einfach mal auf mich zukommt. Das sind sehr, sehr wichtige Fakten. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sich von extrem vielen Dingen, die man im Trading als Krücke benutzt, auch loslösen, sondern man schaut dann einfach nur noch auf das, was hier geschieht. Und wir sehen hier, ich habe es markiert in grün, das ist der aktuell laufende Aufwärtstrend im Gold. Ne? Das Grote ist übergeordnet der Abwärtstrend. Und hier sehen wir natürlich auch ganz klar, wir müssen hier oben über... Die 1965 drüber, sonst ist da einfach nichts zu machen. Ne? Das ist einfach so, wie es ist. Ähm Allerdings die Korrektur, die wir jetzt hier drinnen laufen haben, die hat halt noch Platz nach unten. Wir sind jetzt hier in eine tiefe Korrektur reingelaufen. Wenn ich das mal so grob über den Daumen überblicken darf, mal würde ich sagen, locker, über 70% des letzten Bewegungsarms sind mittlerweile hier im Tagestief korrigiert worden. Ähm, da ist allerdings noch Luft nach unten. Hier unten, wir, wir sehen es, um die 1860 ist das letzte Zwischentief gewesen. Bis dahin kann Gold problemlos korrigieren. Wenn er dann nach oben läuft, haben wir gute Chancen, hier oben reinzugehen. Nach oben hin und das Ganze, wenn man sich das mal im kleinen Bild noch anschaut, wir gehen ja mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Da sehen wir es entsprechend auch ganz klar. Der Markt ist hier trendig nach oben hin verortet und im kleinsten Bereich, da hat er jetzt einen Abwärtstrend gemacht und das ist die korrektive Phase. Also auch hier skizziere ich das Ganze noch mal ganz flott ein. Also dieser kleinste. Trend hier in den vier Stunden, den wir jetzt haben. Also das hier, das ist der korrektive Abwärtstrend. Das ist das, was Korrektur des aufwärts gerichteten Tagestrends ist. Also das, was wir jetzt hier im Großen sozusagen sehen, das ist das in den vier Stunden und da sehen wir halt die ausladende Bewegung und das ganze Ding korrigiert jetzt hier halt einfach und da kommen wir halt drauf. Platz ist mal locker hier unten rein und damit haben wir alles im grünen Bereich auch da. Das ist der Abwärtsschub. Erst wenn wir wirklich diese Trends rausnehmen, dann laufen wir, ich will jetzt nicht sagen Gefahr, aber dann sieht es eher so aus, als wenn der Goldpreis sich doch noch nicht so schön entwickeln möchte und aus der tiefen Korrektur hier mit Bezug auf diesen Abwärtstrend hier den Weg nach unten mit rein. Wir werden sehen, wie es wird. Wir müssen einfach nur auf die Märkte schauen. Aber das ist der Kontext im Gold und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch im Silber an. Da sieht es, äh, ja. Bis auf den Preis genauso aus, ähm, zumindest was die aktuelle Trendphase angeht. Allerdings Silber ist ganz klassisch von der Gesamttrendgeschichte natürlich etwas anders aufgestellt, denn wir sehen hier. In diesem Bereich, ähm, was wir hier haben, wir sind momentan schon wieder. Der Trend hier ist richtungsführend. Er hat hier wichtige Zwischenhochs rausgenommen. Ähm, auch hier mit Silber das gleiche, was ich gerade im Gold auch angezeigt habe. Das kann man wirklich eins zu eins momentan rübernehmen. Wir sind verortet im Aufwärtstrend. Der ist ja grün markiert. Wir laufen unten rein. Wir haben hier. Diese Marke von knapp 26 US-Dollar äh, als Unterstützungslevel drinnen. Da sind wir heute im Tagestief schon mal in die Nähe gelaufen. Jetzt kommt wieder Kauf rein. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, auch hier im 4-Stunden-Chart, da sehen wir es: der 4-Stunden-Trend hier oben ist, ist absolut intakt. Wir sehen hier an dieser Stelle den Bewegungsarm und das, was wir jetzt hier nach unten laufen sehen, ist einfach der korrektive Arm. Und da haben wir genauso wie gerade im Gold einen Abwärtstrend auch am Laufen. Und wenn dieser Abwärtstrend Trend sozusagen jetzt hier aus dem Rücklauf äh, nach oben läuft, dann wäre es erst einmal interessant, was macht der Markt denn hier äh, in diesem Level, was wir hier drinnen gesehen haben, also knapp um die 26, 70, 26, 65 in diesem Widerstandslevel. Da wird es spannend, wenn er dort rumdreht, dann ganz klar ist der Weg nach unten hin frei und da kann man hier je nachdem, was bei rauskommt, davon ausgehen, dass wir weiter nach unten laufen und diese zwischenlos hier anlaufen, äh, die ich hier schon reingebracht habe, also diese Marken um die 25,

durchaus relevant für den Fortgang der Korrektur, aber man darf einfach eins nicht vergessen, das Thema muss man immer wieder annehmen, übergeordnet sind wir aufwärts gerichtet, kurzfristig, wie schon gesagt, haben wir Korrekturpotenzial zur Unterseite, ob und wiefern der Markt das ausspielt, muss man sehen. Wer sich das Ganze jetzt anschauen möchte und den 4-Stunden-Chart als Taktgeber gibt, der sollte an dieser Stelle nochmal eine Zeiteinheit tiefer sehen, denn dieser korrektive Abwärtstrend hier, der ist auch in den 15 Minuten sehr, sehr schön zu sehen ähm, und das ist das Bild, was wir hier jetzt sehen. Da muss ich allerdings mal etwas zusammenraffen. Da sehen wir halt auch diese, diese Spikes, die hier nach unten sehr, sehr stark mit reinlaufen. Äh, das heißt an dieser Stelle äh, hier der starke Schub nach unten, ja, der ist reingekommen. Äh, das sehen wir jetzt hier und hier müssen wir einfach schauen, wie sich es nach oben entwickelt und auch hier äh, sehen wir sehr, sehr schön ersichtlich hier der Abwärtstrend, das ist das, was wir gerade auf den vier Stunden auch gesehen haben. Da sehen wir die untergeordneten Verläufe. Und wenn wir uns dieses spiky Picture jetzt hier anschauen, äh, dann muss man einfach sagen, okay, wir sind hier tief unten reingelaufen. Und hier brauchen wir halt nochmal einen Blick tiefer, weil dieser starke Schub nach unten hier, dieser letzte Bewegungsarm sozusagen in der kleinsten Einheit hier, haben wir ja schön den Trend nach unten gehabt. Der ist weit, weit runtergelaufen. Und wer das Ganze hier im kleinsten äh, einfach mal anschauen möchte, ob wir jetzt wieder runterlaufen oder direkt hochlaufen. Da müssen wir dann jetzt noch mal in die fünf Minuten rein. Aber selbst in den fünf Minuten sehen wir hier noch keine Trends. Also da war schon ordentlich Abgabedruck da. Da muss man mal so ein bisschen schauen. Das große Bild im Silber allerdings wirklich ganz, ganz klar an dieser Stelle äh, hier muss man sehen. Das Ganze ist aufwärts gerichtet. Die Korrektur ist am Laufen. Das Potenzial zur Oberseite ist da. Und wenn wir hier es schaffen, über die 2791 dann drüber zu laufen, das heißt hier auch die Trendfortsetzung zu machen, ist der Weg offen hier oben rein in die 2890 bzw. hier oben in die alten Drehbereiche 2925 bzw. dann hier oben das Level um die 30 US-Dollar. Also da bleibt es sehr, sehr spannend. Das habe ich definitiv auf der Uhr auch, dieses Level. Wenn wir hier gute Einstiege finden, werde ich natürlich hier selbstredend in unseren Morgenbesprechungen darauf hinweisen. Das der Blick in Silber. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal zu den Indizes. Und ich sehe hier ähm, an dieser Stelle auch schon mal so ein bisschen ähm, ähm, ein paar Fragen äh, auch zu den Märkten, äh, die hier mit reinkommen. Also das Ganze hier an dieser Stelle ähm, machen wir jetzt gleich mal den Blick in die, äh, sage ich mal, Indizes mit rein. Äh, bevor wir allerdings die Indizes mit reingehen. Moment, ähm, jawohl, wollte ich noch zeigen. Ich hatte es vorhin äh, im ähm, Vorspann auch gesagt, äh, wir haben jetzt an dieser Stelle ähm, bei Tickmill eine Ausweitung äh, des Ganzen. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen. Äh, jetzt habe ich den Link nicht da. Das ärgert mich jetzt allerdings ein bisschen. Mist. <laughs> Guys, das ist live. Ich habe den Link versimmelt. Ähm, ich wollte die Futures zeigen. Das holen wir nach. Ähm, die Futures, die wir hier auf der Uhr haben, das Potpourri an Futures, was auch definitiv da ist, das schauen wir uns nächste Woche an. Ähm, das bleibt sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Äh, da können wir definitiv einiges ausweiten hier in unseren Morgenbesprechungen. Das machen wir auf alle Fälle. Das heißt, das hänge ich hinten an. Wir schauen jetzt auf die Indizes und da hatten wir zuerst natürlich. Den Nasdaq, ja, und der Nasdaq hier sehen wir auch, wie die Stunde nach oben rennt. Wir, wir dürfen allerdings heute nicht vergessen, wir haben die Non-Farm Payrolls. Ähm, aber hier, Leute, schaut euch mal den Nasdaq an. Wir haben hier weiterhin die Trends schön nach oben am Laufen. Hier, äh, es ist einfach irre, wie die technologielastigen Werte sich hier entsprechend nach oben entwickeln. Ähm, also wirklich. Klasse Geschichte hier an dieser Stelle. Wir haben hier das Potenzial weiterhin nach oben offen. Der Markt spielt hier einiges Positives. Das heißt, was wir hier sehen, ist natürlich die Einpreisung der Blue Wave. Blue Wave heißt im Endeffekt, dass Biden leichter durchregieren kann, weil er überall die Mehrheiten hat, überall die Demokraten hinter sich weiß und nicht gegen die Republikaner kämpfen muss. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Sachverhalt, weil man halt auch viele, viele Dinge, die Joe Biden auch vorhat in nächsten Zeit sehr, sehr positiv auch auf Seiten der Wirtschaft sieht. Klar, es gibt hin und wieder die Sachen, dass man sagt, ja, der Biden hat anders als der Trump natürlich ein paar steuerliche Sachen auf der Uhr, die die Unternehmen ähm, belasten könnten, aber da ist immer wieder der Faktor, erstens das Thema belasten könnten und beim Thema belasten könnten muss man an dieser Stelle auch immer sehen, es ist ein könnte, ja, und das ist die große Frage, die sich stellt. Ähm, wann lässt denn das Thema Steuererhöhung äh, überhaupt einen Eingriff oder das Thema Steuern einen Eingriff zu? Weil Joe Biden weiß halt auch ganz genau, was er mit Steuern macht. Und Steuern machen natürlich nur dann Sinn, wenn die Wirtschaft gut läuft. Das heißt, äh, wenn ich jetzt mit Steuern ein Wirtschaftswachstum abwürgen würde und mit Steuern die Arbeitslosigkeit erhöhen würde. Ich bin mir relativ sicher, so wie ich die Amerikaner kenne, es sind allesamt Geschäftsleute, die rechnen da schon zusammen und wenn die halt merken, mit steuerlichen Belastungen wirke ich die Wirtschaft ab, äh, schade ich dem amerikanischen Volk, dann wird man sich sehr, sehr genau überlegen, ob man tatsächlich dieses Steuerthema angeht und hier die Steuern ähm, massiv erhöht. Wir haben ja, wir wissen ja, dass, dass Trump ähm, die Steuern für die Unternehmen deutlich gesenkt hat, ähm, an dieser Stelle deutliche Vorteile geschaffen hat und diese Dinge gelten natürlich auch immerhin weiter. Und da muss man einfach sehen, was wird. Und das ist das, was der Markt jetzt hier so ein bisschen außen vor lässt, sondern hier wird jetzt ganz klar gespielt, das Thema, wie wird es denn entsprechend weitergehen. Und da sehen wir jetzt ganz klar mal mit dem Blick auf den NASDAQ beispielsweise, dass wir hier sehr, sehr schön nach oben weiterhin streben an dieser Stelle hier. Im NASDAQ, das ist jetzt mal der, der Wochenchart. Und auch da möchte ich gerne äh, mich mal in einem bemühen, weil wir stehen hier auf Allzeithochs. Und zwar möchte ich mich einfach mal in den Wochencharts bemühen. Wenn wir mal diesen ganz, ganz großen Aufwärtstrend hier nehmen und hier einfach auch mal schauen, das war die korrektive Phase nach unten hin rein. Ähm, und wenn wir mal schauen, welches Potenzial dort oben drauf wartet, hier schauen wir mal oben rein. Das sind halt einfach Zahn da ist noch viel 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 Luft nach oben also rein aus der technischen Sicht sind hier Preise über 14200 Punkte ohne weiteres auch im Bereich des zu erwartbaren ja und das ist halt genau der Punkt wo man halt auch einfach sieht was kommt unten raus? Wo läuft es hin? Ähm, und das trifft nicht immer zu, aber häufig trifft es halt zu. Wenn man das Ganze mal hier schaut, da sieht man halt die Potenziale, die unten rauskommen. Ich, ich will das bloß mal ganz kurz hier unten drauf schildern. Schaut euch das mal an hier, wo wir hingelaufen sind. Potenzial hier. Zack. Das ist mittlerweile ausgehoben. So, das nächste, was wir hier machen, ist, wir nehmen das mal kurz raus, das von unten hier. Und das ganze Spiel packen wir auch mal hier hin. Zack, unten rein. So. Die Korrektur ausgemessen, nur damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo es hingehen kann, dass sowas auch Sinn macht, wenn man die Allzeithochs mit reingeht. Und da sehen wir halt schon mal ganz klar, dass diese Marke auch gut und gerne nutzbar sind. Ne? Wenn man das mal anschaut, wo man hingelaufen ist, von den reinen Potenzialen hier halt, ähm, da ist halt der Weg nach oben hin auch da. Und da sehen wir, dass der Markt das auch spielt. Das heißt, mittelfristig schaut es hier weiter gut aus, denn alles so bleibt wie es ist das heißt diese Dinge die hier der Markt auch ein Preis bestätigt werden und weitere Wachstumswerte kommen ist das Ganze natürlich sehr sehr positiv zu sehen und das ist dann natürlich hier an dieser Stelle ähm, hier natürlich auch nach oben entsprechend mitzusehen und die Anlaufmarker, die sind ganz, ganz klar da. Und wenn wir uns das ganze Level jetzt mal ganz kurz anschauen wollen, Moment, ich will den Chart noch mal kurz ein bisschen aufräumen hier und das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir halt, dass der Markt schön unten rausgekommen ist und sich hier nach oben so leicht schlängelt. Ähm, hier fehlt jetzt natürlich die große Dynamik, die wir hier an diesen Stellen gesehen haben, aber es ist das Wachstum, was wir haben, das ist das, was der Markt spielt. Und für diejenigen, die sagen, hier kann es auch immer mal Korrekturen geben, sage ich, jawohl, das ist ganz klar, das ist absolut korrekt. Und wenn wir uns hier einfach mal anschauen wollen, was hier läuft, schaut euch das mal an hier. Das ist der aktuelle Trend, der sich hier nach oben schlängelt, in den kleinen Bereichen auch. Ja. Und wenn dieser kleine Bewegungstrend einmal bricht, ja, und das kann ja durchaus passieren. Dann haben wir natürlich den Weg nach unten offen. Wir haben jetzt hier ein Support-Level hier unten drinnen liegen. Das ist dieser Bereich hier, dieser Ausbruchsbereich in etwa das Level, was wir hier haben, ich sage meine Hausnummer grob um die 12.500 Punkte Marke. Wenn das Ganze bricht, dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Und die Level, die wir hier als Anlaufmarker sehen, also hier, wenn wir hier tatsächlich unten drunter fallen, äh, unter die 12.500 Punkte Marke, dann haben wir hier im Kleinen, hier die Zwischentiefs, da unten rein 12.210, dann haben haben wir hier unten rein die Marke von 12000 11000 knapp 800 11795 und das was wir hier dann sehen schaut mal da unten rein dieses Level hier 11500 Punkte da ist schon einiges da was wir durch eine Korrektur mit reinnehmen können, wenn das kommt. Schöne Anlaufpunkte zur Unterseite, die sind da. Was der Markt daraus macht, wird sich zeigen. Wie schon gesagt, momentan, äh, ja, möglicherweise für den heutigen Handelstag ein bisschen Ruhe vor dem Sturm bis 14.30 Uhr, bis die Non-Farm Payrolls kommen und dann wird man sehen, was der Markt entsprechend daraus macht. Das ist der Blick in den Nasdaq. Dann schauen wir uns jetzt mal den Dow Jones an. Der sieht hier in den letzten Tagen ein bisschen dynamischer aus, als das, was wir im Nasdaq gesehen haben. Hier an dieser Stelle sehen wir sehr, sehr schön den Ausbruch auch zur Oberseite rauf. Hier ein bisschen zusammengerafft, auch mal hier schön, nicht zusammengerafft, größer gemacht, schön die Dynamik oben rauf. Und wenn wir uns das ganze Bild mal hier auf der Wochenbasis anschauen, dann sehen wir, der Dow sieht ein bisschen anders aus, als das, was wir gerade ähm, im Nasdaq gesehen haben. Das sind halt die unterschiedlichen Entwicklungen der entsprechenden Assets, aber auch hier sehen wir schön den Aufwärtstrend nach oben laufen. Und da ist auch einiges am Potenzial zur Oberseite noch mit da, wenn wir uns den Wochenchart mal eben anschauen wollen. Hier schaut man die letzte Korrektur, die wir hier unten reingehauen haben. Wenn wir das nach oben draufsetzen, auch hier. 32.600 Punkte sind ohne weiteres drin. Da ist das Potenzial nach oben auch mit da. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen wollen im Stundenchart, da sehen wir es einfach auch, was hier gelaufen ist. Der Markt hat Druck von unten aufgebaut. Die steigenden Tiefs sind da und das entlädt sich jetzt zur Oberseite hin. Und da haben wir wirklich mittelfristig gute Chancen, weiter oben reinzusteigen. Rein das Ganze, wie schon gesagt, immer im Hinterkopf behalten, wenn sich an den aktuellen äh, fundamentalen Rahmendaten nichts ändert, wenn das. Geschäft so bleibt, wie es jetzt ist, das ist dann sehr, sehr interessant. Und was an dieser Stelle auch interessant wird, ist das, wenn nächste Woche die Mehrzahl der Händler auch wieder mit an den Desk sitzt, dann wird es natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was hier kommt. Und da ist es halt dann auch gut zu sehen, ob, falls wir einen Rücksetzer bekommen, ob dieses Level, was wir hier unten haben, also dieses Ausbruchslevel hier um dieses um diesen Preisbereich, Moment, auch hier mal noch eine Latte draufgezogen, hier oben rein, also grob das Ausbruchslevel um die was haben wir? 29.580 Punkte. Ob das hält, wenn wir Rücksätze bekommen? Das wäre dann ein sehr, sehr spannendes Zeichen. Sollten wir keinen Rücksätze bekommen, wir wissen, was nach oben entsprechend auf der Agenda hier mit liegt. Das zum ähm, US-30. Dann schauen wir uns das Ganze mal noch im SP 500 an. Auch hier. Ein sehr stabiler Markt, der hier nach oben läuft. Wir haben hier ähm, leicht diese keilige Phase gehabt, aber da haben wir gesehen, es ging zwar immer mal unten drunter, aber der Markt schiebt schön nach oben. Auch die aktuell laufende Woche ist hier sehr, sehr bullisch, sehr, sehr dynamisch zu sehen. Und wenn wir das Ganze mal auch im Kleinen mit anschauen, auch hier haben wir nach oben hin weiterhin etwas an Potenzial. Ich räume den Chart mal ganz kurz ein bisschen auf. Das Potenzial nach oben. Wir spiegeln das gleich einfach mal mit rein, wie wir es gerade auch bei den anderen Werten gemacht haben hier. So, da haben wir alles weg und das Ganze ist jetzt halt auch genauso interessant zu sehen. Wir haben hier einiges am Potenzial noch nach oben, was der Markt mit abrufen kann hier. Also, wenn ich das mal oben drauf setze, oben rein. Gute 4000 Punkte sind durchaus drinnen in diesem aktuellen Run. Und hier sehen wir auch, dass dieser Markt schön trendet. Das Ganze, was wir hier sehen, im kleineren Bereich hier, schaut es euch an. Das ist das, was wir schön nach oben mit am Laufen sehen. Hier grob skizziert, hier das trendige Verhalten, schön nach oben laufen. Das ist das große Potenzial, was wir hier haben. Und das ist auch genau das Potenzial, was der Tagesschat hier spiegelt. Hier auch schön die letzten Tage, hier Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, Donnerstag. Freitag hier alles schön nach oben. Der Wochenstart war ein bisschen holprig, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schön nach oben entsprechend aufgeholt. Dieses Holprige war das Thema äh, um, den, um das Thema ähm, Wahlen in den USA. Äh, das haben wir ja gesehen, die Stimmauszählung und 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 was da losging. Das muss ich jetzt nicht werten. Wir sehen, der Markt stellt sich auf das Positive ein, preist auch hier die blaue Welle ein und das Potenzial nach oben ist hier weiterhin auch vorhanden. Ansonsten, wie schon gesagt, Unterstützung ist auch da. Hier dieses Bereich. Dieser Bereich auch um das Ausbruchslevel ist erstmal ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den wir hier drinnen liegen haben, aber auch ein Stückchen höher, wenn man das mal so nehmen möchte. Hier dieses Level, was wir hier haben, ich hänge gleich noch Preisschildchen ran. Das ist natürlich auch ein schöner Unterstützungsbereich, falls wir einen Rücksätze bekommen sollten. Also hier knapp dieses Level um die 3660-Punkte-Mark. Hier schön der Kaufbereich auf der Tagesbasis. Wenn wir einen Rücksetzer bekommen, ist das interessant und beim Thema Rücksetzer für das Intraday-Trading ähm, muss man sagen, hier ist es auch interessant, weil die letzten vier Tage liefen schön nach oben oder drei Tage und wenn wir hier einen Rücksetzer bekommen sollten, lädt das natürlich ein, kurz einen kurzen Augenblick, hier die Unterseite zu spielen und da müssen wir uns einfach nur auf den letzten Trendarm, also diese Bewegung hier nach oben, das ist das, was wir in den letzten drei Tagen nach oben gesehen haben, <laughs> entsprechend mit draufsetzen. Und da sehen wir an dieser Stelle natürlich die kleinen Zwischentiefs. Das heißt, sollten wir hier unten unter dieses kleine unter diesem kleinen Bereich bei äh, 3.765, äh, Punkten fallen, ist der Weg nach unten hin offen. Erster größerer Auffangbereich wäre das Kauflevel hier um die 3.780 Punkte-Marke und dann können wir uns auf die Trendtiefs beziehen und die kleinen Zwischenlos haben wir hier bei knapp äh, 3.755. Dann haben wir hier die Marke von 3.740 und dann hier unten schon. Dieser mehrfach getestete Bereich um die Marke von 3900, äh, 3695 bis 3700 Punkte. Das sind die Level auf der Unterseite. Sollten wir hier eine ausladende Korrektur zur Unterseite sehen für den heutigen Handelstag? Das sind mal die Marken, die wir da haben. Und unter diesem Fokus schauen wir uns den DAX auch mal an. Hier sehen wir schön den Dax nach oben laufen im Stundenchart, alles gut, alles hier im grünen Bereich. Wir sind über die 14.000 Punkte-Marke deutlich drüber gelaufen, sind jetzt hier aktuell bei 14.100 Zählern auf Allzeithoch. Das Allzeithoch wird entsprechend auch gekauft. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn wir hier auch noch mal kurz in den Wochenchart mit reinschauen, dann sehen wir auch hier ähnlich wie ich es gerade an den US-amerikanischen Märkten äh, gezeigt habe, dass wir hier durchaus weiteres Potenzial zur Oberseite noch mit drauf haben. Und auch hier, wenn wir das ganze Bild mal ausmalen, hier, schaut euch das mal an. Das war der letzte Korrekturschub nach unten hin und wenn wir den einfach mal oben drauf setzen, dann sehen wir, dass mit Sicht auf Wochenbasis über 15.300 Punkte durchaus drin sind, wenn das tiefere Potenzial nach oben ausgearbeitet wird. Also das bleibt sehr, sehr spannend, wann und ob der Markt das spielt. Ich glaube, er wird es spielen. Es ist nur die Frage, von welcher Basis aus, aber wenn wir hier schön weiterlaufen, auch auf Tagesbasis, haben wir gute Karten erstmal hier sozusagen Richtung der runden Marken zu laufen. 14.500, 14.000 300, das sind die Marken, die hier durchaus auf uns warten. Und wenn wir jetzt mal das aktuelle Potenzial auch noch mit aufnehmen wollen, was wir hier an dieser Stelle drinnen haben, kurzen Augenblick, ich ziehe es mal ganz kurz hier dahin, wo es hingehört, wenn wir uns diesen kleinen Trend mal anschauen wollen, was hier untergeordnet läuft und auch dieses Potenzial mal ausschöpfen. Hier schaut mal, das war die Korrektur. Da sind wir jetzt oben reingelaufen. Die ist fast entsprechend nach oben ausgelaufen. Wir haben noch ein bisschen Punkte Richtung 14.200 ist die Luft auf alle Fälle da. Und wenn wir hier die Korrektur bekommen sollten, auch da schauen wir mal noch ins Kleinere ähm, rein. Da sehen wir nämlich ganz klar auch hier schön, wie der Markt von unten nach oben getrendet ist und die Anlaufmarke haben wir dann auch da. Die können wir sehr, sehr schön sehen. Das heißt hier, an dieser Stelle natürlich erst einmal etwas Auffangbereich hier. Der Weg nach oben hier. Da sind wir ein paar Mal reingelaufen. Die Marke um die 14.000 Punkte ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und ansonsten hier unten drunter rein, die Zwischentiefs hier knapp 13.900 Punkte. Hier dieses Ausbruchslevel nach oben hin, das wäre mal zu sehen. Und dann haben wir es hier schon, na, ganz klar stehen ungefähr 13.825. Und dann hier. Dieses Schwunglevel um die 13.730-Punkte-Marke. Das ist wichtig, das sind interessante Level. Und wenn es da noch in die Ausweitung reingeht, dann haben wir hier die 13.630 und dann das Tief der aktuellen trendigen Phase um die Marke von 13.563. Das ist das, was wir hier aus dem Chart im DAX mit rausnehmen können. Ja, und das Ganze an dieser Stelle muss man hier an diesen Punkten sehen. Also, Gute Sache, die wir hier an dieser Stelle haben und das können wir gut nehmen äh, und das Ganze zum Traden zu benutzen. So, jetzt schaue ich mal, ob wir noch weitere Fragen haben, dass ich nichts vergessen habe hier zu den Währungen, äh, zum Öl, zum Gold. Ähm, das passt soweit. Weitere Fragen habe ich dort in diese Richtung jetzt nicht. Das heißt, sage ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Fürs Zuschauen allen einen ja, guten, erfolgreichen Trading Freitag und ich freue mich schon, hier Montag weiterzumachen. Das Research am Sonntag gibt es natürlich wie immer, veröffentliche ich im Laufe äh, des Tages, dann kann sich jeder schon mal so ein bisschen auf die kommende Handelswoche vorbereiten und am Montag besprechen wir dann natürlich wie immer um 8.30 Uhr entsprechend die laufenden Handelsideen und das Ganze wie immer live hier, live exklusiv. Kostenfrei bei Tickmill Deutsch auf Facebook beziehungsweise über Zoom. Das heißt, derjenige oder diejenigen, die das Ganze auch immer in der Aufzeichnung schauen, wenn es mal passt, mit einer Live-Zuschauerei gerne anmelden, der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch ein Like geben oder bei Zoom einfach anmelden und dann kann das Ganze immer wieder auch direkt mit angeschaut werden. Danke fürs Zuschauen für diese Woche und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.